So, hallo liebe Leute. Heute gibt es wieder ein neues Spiel. Das habe ich gerade gesehen, dass es auf Steam raus ist. Ja, Loadout. Ich habe gerade gesehen, dass Total Biscuit was dazu gemacht hat. Keine Ahnung, ich werde es wieder anspielen. Irgendwie hat das. Gibt ja wo kann man sich zufällige Waffen erstellen und extrem viel, ja, customisieren und sowas. Irgendwie sowas. Ich muss kurz noch die Einstellungen anschauen. Qualität niedrig, das ist schon mal Quatsch. Ja, Vollbild passt schon. Nee, ich will kein Fenster. Nee, Sichtfeld möchte ich bitte ganz groß haben. Ich bin jemand, der das generell auf Maximum mag. Was ist denn hier ein Spiel? Schlachthaus. Europa. Ja. Tutorials. Namensschild. No-Tech. Also, wir wagen mal die Grafik schon, sind nicht wahnsinnig. Ich kann die Qualität auf Maximum drehen. Yay! Ja. Der Sichtfeld ist leider ganz cool. Achso, Neustart erforderlich. Na gut, dann würde ich sagen, bis gleich. Moment. So, wir sind zurück. Bevor sie mit der Tötung bekommen. Sie mit der Tötung zu bekommen. Lassen Sie uns Ihnen einige Waffen. Erstellen alle ihre Waffen in Waffenschmiede. Also die Übersetzung müssen wir noch ein bisschen überarbeiten. Die ist total hässlich. Sie können alle Waffen, die Sie erstellt haben, hier sehen. Klicken Sie auch ein Plus-Symbol, um eine neue Waffe zu erstellen. Machen wir eine neue Waffe. Fangen Sie den Namen für die Waffe ein. Uber, Duper. Pupa. So. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich jetzt rauskomme. So. Die Waffe, die Sie machen, ist das. Die erste Wahl ist das Fahrwerk. Aha. Oh, jetzt haben sogar hier Zahlen. Also ich habe gerade bei Total Biscuit gesehen, dass sie keine Zahlen haben. Strahl, Feuergeschwindigkeit, aus der Hüfte getroffen, Zielgenauigkeit, Raketenwerfer. Kann mir jemand erklären, warum Strahl einfach mal die höchsten Damage Output hat? 41? Mal das Gewehr. Auto ist auf Vollautomatik. Geld muss ich irgendwie erst bezahlen. Ich vermute mal, das ist meine Ingame-Währung. Das wäre ja immer interessant. Ich hab schon 2000 davon. Gold ist wahrscheinlich die Kaufwährung. Und das hier ist meine normale Halbautomatik. Spooling. Und halte weiter fest, weil extrem hohe Feuerrate zu schießen. Okay, die Feuerrate geht hoch. Vollautomatik ist wahrscheinlich das Visiereinrichtung. Erfassungsbereich. Bioscanner. Was Lichtgewicht? Lightweight. Lichtgewichtig. Au! Oh, das ist ja Google Translator hier, die Qualität. Alter Schwede. Ein leichter Zoom-Bereich, 1,5-fachen Zoom und schnelles Zielen bietet. Okay. Bioscanner, medizinisches Werkzeug, mit dem Sie bei Nutzen fast die Reichweite, die Gesundheit von Freunden und Verfeinden in den Spielen sehen können. Okay. Oh, nee. Warum soll ich das nicht freischalten? Brauche ich noch irgendwie irgendwas dafür? Lauf. Angriff. Okay, Scharfschütze. Auf der Hüfte getroffen, Zielgenauigkeit, Stabilität, Reichweite geht runter und der Schaden geht runter. Okay, der Lauf hat es auch ausgeschüttet auf den Schaden. Das habe ich nämlich im Magazin. Munition. Individuell aufladendes Magazin mit geringer Kapazität, das erhöhten Schaden pro Schuss liefert. Okay. Das ist ein Riesenmagazin. Und das darf ich nicht benutzen, aus irgendeinem Grund. Hier habe ich irgendwie noch. Okay, kann ich noch Tesla-Munition oder sowas? Schaden runter, kann hier überspringen und zu einer Reihe an Blitzen führen. Lass mal ein normales. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich viel mehr gesehen bei Total Biscuit gerade. Kann ich noch so ein Zeug einstellen? Was irgendwelche Änderungen hervorruft. Ja. Vermutlich brauche ich erst ein ganzes Stück an Leveln. Ich kann immer Randomize drücken. Toll, muss ich alles kaufen. Dann nicht, dann bleiben wir bei der normalen Waffe. Der brauche ich auch nicht großartig austesten, weil, ne. Ach, meine, der Raketenwerfer war das. Ne, ich kann Raketenwerfer, ich fange mal mit dem normalen. Oder was ist ein Puls? Energiegeladenes Fahrwerk, das schnell wegen Pulse abfeuert, lädt sich mit Chips wieder neu auf.
Und da kann ich dann, oh, da kann ich dann zwei Sachen hier drauf machen. Okay. Modifikatoren hängen also davon ab, sozusagen, was ich für einen Waffentyp benutze. Ah, ich kann sogar drehen hier. Also, die Grafik ist nicht schlecht, sag ich mal. Ist ansehnlich für ein Free-to-Play-Spiel. Ist erstmal ansehnlich. Test. Da stand irgendwas von einem Test-Range vorhin, ein Hinweis. Sehr gut, ich bin erstmal nackt. Okay. Okay, das ist ziemlich bloody gory sogar. Kann ich eigentlich hier jetzt in den Weg schießen? Wenn der drüber läuft, passiert da irgendwas? Nee, nur wenn ich direkt treffe. Das sah so aus. Nö. Aber es bleibt sogar an den Leuten kleben. Okay, das ist ziemlich blutig, das für ein Free-to-Play-Spiel und mit abfallenden Köpfen und sowas. Okay, das ist jetzt krass. Das ist irgendwie. Weil ich mich an Team Fortress 2 erinnere, das wurde in Europa geschnitten. Indem da irgendwelche nicht-menschlichen Teile rausflogen. Die Waffe scheint sogar gar nicht so schlecht zu sein. Ich würde jetzt nochmal zurückgehen und mal kurz probieren, was passiert, wenn ich das auf Gewehr stelle und dann auf Test gehe. Da schieße ich schneller, aber mache weniger Schaden mit jedem Schuss. Aber ich glaube, das ist eine Hitscan-Waffe, oder? Kann ich. Muss nicht wirklich vorhalten. Es ist relativ einfach, mit der zu treffen. Nehme ich doch die. Das Uber-Duper-Puper speichern. Fangen wir doch mal damit an. Ja. Nehmen wir mal ein Loadout. Die Waffe entladen, um das Spiel zu verwenden. Ja, da. Okay. Wir sollten vielleicht auch noch eine neue machen. So. Uber-Duper-Sprayer. Das riecht mich irgendwie gerade. So, jetzt nehmen wir mal hier. Komm, hier mal Raketenwerfer. Nur was können. Der hier irgendwelche lustigen Modifikatoren hat. Rakete, okay. Einschlag. Schon mit der Rede, die bei Einschlag explodiert. Okay. Kontakt. Okay. Explosiv. Ah, oh, okay. Halbautomatik. Ich habe vollautomatische Raketenwerfer. Alles hätte ich ja gedacht, vollautomatische Raketenwerfer. Loadout. Okay. Ja, genau, okay. Ja, gut. Mit Taskload 1 kann ich irgendwie umbenennen. Test. Ich habe eh bloß in. Keine. Ja, genau. Scheiße. 5 Stufe 20 und den Rest kann ich im Laden bekommen. Okay. Techbaum? Was ist das? Ah, okay. Kann ich so. Ah, so schalte ich die Sachen frei. Der Techbaum ist, wo man neue Teile für ihre Waffen sowie Geräte einsperren. Jedes Chassis verfügt über einen eigenen Baum. Klicken Sie auf Fahrwerk-Taste. Okay. Interessant. Und aus und hier. Ja. Teile frei. Zuzuordnen. Okay. 5000 irgendwie Erfahrung brauche ich dafür. Wie viel habe ich denn? Ist das hier das meine Erfahrung? Das sieht jetzt ganz anders aus. 30.000 XP brauche ich erstmal dafür, um das freizuschalten. Oder die nächste Stufe freizuschalten irgendwie. Kann ich irgendwie damit. Also, das ist wohl das gleiche. Diese blauen Münzen sind das gleiche wie das hier unten. Warum auch immer die jetzt hier ein anderes Symbol genommen. Hätten sie doch einfach das Symbol daneben gemacht. Ja, was ist ein Ausstatter? Neues Outfit, okay. So. Unfinished Swan. So. Was kann ich denn hier schon wählen? Okay, das ist sozusagen da, wo das Free-to-Play-Modell reinkommt. Das ist ja nicht so schlimm. So ein bisschen an Brink, bloß es halt free to play ist, so ein bisschen. Vermutlich alles. Ich kann die Hundemarke wegmachen. Yay. Und ich kann, glaube ich, nackt rumlaufen. Ich glaube, sonst ist alles freizuschalten. Bin schon interessiert, wie viel sowas. Oh Gott.
Wie viel kostet denn Gold? 3200? Also sagen wir mal. 1000, 1 Euro? Das geht ja sogar, wenn man das Maximum nimmt. Billig sozusagen. 1000, 1 Euro, das ist das 8 Euro. Das ist aber jetzt ein schlechter Scherz, oder? Ich meine, hier so für 1 Euro, okay, aber 8 Euro für ein Teil? Ich meine, das ist wahrscheinlich das, war, glaube ich, das teuerste, was ich gesehen habe, aber trotzdem 2,50 Euro oder sowas. Ja, ist okay. Braucht man wahrscheinlich nicht. Weiß nicht, kann man auch irgendwie anders freischalten? Das wäre mal ganz cool, aber wahrscheinlich nicht. Jo, wegschmeißen. Kann ich auch einfach irgendwie den nehmen? Kämpfen. Ich gehe mal auf Kämpfen. Ist das Schließfach meine Items oder was? Ah, meine Statistik, alles klar. Avatar. T-Bone, die ganzen irgendwelche. Okay, hier kann ich meinen Avatar wählen. Ach, das ist mein Bild-Avatar oder was? Okay. 75 Cent hier für so ein Bild. 2 Euro. What the fuck? Ich mach mal kämpfen. Spielen Sie ein Ranglisten-, Freundschaft- oder Übungsspiel Vernichtung? Ein zufällig Auswahl an leicht erlernbaren Spiel oder gegen Spiel oder Computerboss. Nehmen wir doch mal das. Gegen menschliche Spieler. Ja, finden Sie ein Spiel. Das kann man schon mal gegen menschliche spielen. Hier, also du kannst mehrere Sachen auf einmal. Oh cool. Also man kann dann hier weitermachen während des Spiels sucht. Das ist natürlich cool. Ja, bin bereit. Das ist ganz nett, da muss ich nicht einfach nur da rumsitzen, sondern wenn es mal irgendwie lange dauert, weil wenig Leute spielen. Ich bin bereit. Ist mir egal. Ich bin irgendwie einzig mit einem anderen Avatar, die anderen scheinen einfach reingegangen zu sein. Kann ich mit denen irgendwas machen hier? Nö, nö. Ich hoffe, es gibt keinen Voice-Chat oder sowas. Okay, irgendwie. A fucking dragon. Toll. Ja, pff, nehmen wir das Tester dort kämpfen. Wo? Lol. Warum steht ein Gegner? Ich bin tot. Alter, ist das gory. Warum bin ich eigentlich das hier? Warum bin ich wieder schneller im Springen? Wenn ich die Gegend hüpfe, bin ich schneller, als wenn ich laufe. Das ist doch wieder Quatsch. Okay, irgendwie ist das Strahl overpowered. Das ist übelster Bullshit. Warum mache ich eine Waffe, die viel stärker ist als alle anderen? Wahrscheinlich haben die AD gar keine Modifikatoren oder sowas, aber das ist doch... Hops. Also ich habe das Gefühl, ich bin schneller, wenn ich das so mache. Beihilfe beim Selbstmord. Sehr gut. Aber irgendwie, ich mag die. Das ist irgendwie eine nette Grafik, obwohl die Anforderungen gar nicht so hoch sind, wie ich so gesehen habe. Hat sich geheilt, what the fuck? Oh. Ist hier Heilung? Nö. Hä? Was ist für eine Kiste? Ah, ich kann mit Shift rennen. Okay, das ist nochmal wichtig. Oh, das ist Heilung? Oh, das sieht nach Heilung aus. Sehr gut. Jawohl. Ach, Retter töten hier meine Runde. Was? Die wurden nicht zugelassen? What the fuck? Ach, man muss die... Ich muss hier die Sachen einsammeln? Okay. Das ist irgendwie nie so rausgekommen beim... Was eh, um. Ach, um die Waffe hier aufzunehmen.
Au. Das stimmen auch beide. Also irgendwie hat er einen Elektrostrahl, das ist irgendwie ziemlich übermächtig, habe ich das Gefühl. Jetzt sollte ich mir vielleicht auch erstellen, oder zumindest einen Strahl. Das ist hier wieder dieses Third Person rum um Ecken schauen. Ziemlich oft, habe ich das Gefühl. Jawoll! Ab geht's hier. Der Raketenwerfer ist doch ganz schön nice. Mit seinem Damage, den er so macht auf die Fläche. Hab ich beide vorhin auf halbes Leben gebracht mit einem Schuss. Oh, Leben. Schon wieder. You are in the lead. Au. Oh, ist das blutig. Meine Fresse, das ist echt stupid wie blutig. Achso, genau, ich kann ja noch irgendwie dashen. Mit Doppeltap ist irgendwie, ich finde es total hässlich. Grafik ist sogar wirklich nice. Au, au, au. Und ich kann irgendwie nicht mehr rennen, wenn ich von dem verletzt werde. Oh, man kann Raketen abschießen. Das ist natürlich sehr gut zu wissen. Jawoll! Ins Gesicht. Oh fuck. Was? Das Spiel ist sinnlos blutig! Aber ich find's geil. Es ist irgendwie so ein Borderlands plus das PvP. Es ist ja echt. Ich mag den Arzt da. Es ist total dumm, so blutig zu machen, aber ich mag das. Ich find's lustig. Denied. Wenn du schlau wäre, würde es denyen. Kill confirmed. Lol. Kill confirmed. Kill denied. Nüt, 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 nüt. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Lol. Lol. Ich kann noch weiter. Ich kann noch weiterlaufen. Wie gut. Ich kann das den Kills auch noch einsammeln. Au, 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 au. Oh, ich krieg Granaten. Aber seid mein Kopf weg. Trollololol. Ich brauche mal irgendwo Heilung, habe ich das Gefühl. Geht mir mein Kopf wieder, wenn ich Heilung finde? Ich weiß gar nicht, was das hier für Kisten sind. Au. Au. Raketen tun echt weh.
Also es ist, glaube ich, echt schwer hier eine gute KD hinzukriegen. Aber es ist lustig, das Spiel. Wenn ich ein paar Leute zukriege, es wäre echt sehr spaßig. Ups. Ich habe nicht irgendwas gehört. What the fuck? Was ist denn eigentlich in der Raumschule? Dann sind wir hier eigentlich. Ich gucke mich gerade mal um. Radioactive Man, I'm on helping duty. Jawoll. Plus Kopfgeld einsammeln. Kopfgeld eingesammelt. 60. Nicht mehr realisiert, dass da einer ist. Kopfgeld, jawoll. Leben, 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 leben. Oh. Hops, hops, hops. Nix da. Komm ich denn da hoch? Schweinerei! Von da drüben wahrscheinlich, oder? Jawoll! Ich kann weiter springen. Oh, wenn ich. Shit. Mann, bin ich kaputt! Oh. Oh, meine Wunden heilen, wenn ich Leben aufsammle. Okay. Macht Sinn. Ich finde lustig, dass ich höher springen kann und so. Killstreak war das gerade bei mir. Tötungsreihe. Sie wurden nicht zugelassen. Aber ich habe noch zwei Leute rausgeholt aus denen. Das finde ich eher lustig. Also, es fühlt sich sehr, sehr gut an das Spiel. Sehr responsiv. Ich habe das Gefühl, wir kämpfen gegen vorgematchte Leute. You have lost. Ich habe einen gekillt damit. Also ich habe ihn jetzt nicht so schlecht geschlagen, muss ich mal so sagen. Wertvollster Spieler Wladimir Dietler. Wenn das wirklich kein Russe ist. Level 1 Tesla-Strahl. Ja, ne? 17 zu 9. Ich würde sagen, ich habe mein Team gerockt. KD von 1,89. Also mir macht Spaß. Ich finde es. Das ist wie Team Fortress 2, nur viel extremer und mit einer hübscheren, irgendwie flüssigeren Grafik. Tagespreis. Wählen Sie mit Bedacht. Nehmen wir die Mitte. 250. Blut. Okay. Yeah. Ach, ich habe schon irgendwie 5000 bekommen. XP verdient. 2000. Blut. Plus 250. Warum auch immer. Warum steht hier 5000? Keine Ahnung. Also noch das wahrscheinlich noch drauf. Und die beiden zusammen irgendwie bei 3000. So, jetzt habe ich hier 5000. Jetzt könnte ich mir sozusagen das freischalten, oder? Nee, doch.